Es gibt einen entsprechend ähnlichen Hadith bei Tirmidhi, der auch ganz interessant ist. In dem sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابِ لَوْ كَانَتْ جُلُودُهُمْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ. Wenn die unversehrten Menschen, also die in der Dunya unversehrt geblieben sind, wenn sie die Momente sehen, in denen den von Schicksalsschlägen heimgesuchten Menschen, den zur Prüfung gestellten Menschen ihr Lohn ausgehändigt wird, dann würden sie sich wünschen, wäre ihre Haut und ihr Fleisch mit Makarid sind Scheren, würde man sie mit Scheren zerschneiden.